Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und heute gibt es kein Gameplay, sondern eine Easter Egg-Jagd. Ich bin nämlich ein kleiner Fan von Easter Eggs in Spielen und in Dead by Daylight haben wir glücklicherweise die legendäre goldene Toolbox. Ihr seid in Haddonfield sicherlich schon mal über diesen Picknicktisch mit der Reparaturkiste darunter gestoßen und genau das ist unser Easter Egg, die goldene Toolbox, die sich auf allen Maps in Dead by Daylight versteckt, beziehungsweise in allen Reichen, es sind derzeit 17 Reiche, kann sie auf einer der Karten spawnen. Das bedeutet, in Haddonfield ist sie hier unter dem Tisch versteckt und in anderen Karten schwieriger oder leichter zu finden und auf manchen braucht man sogar besondere Voraussetzungen, um sie überhaupt finden zu können. Und dafür gehen wir erstmal auf Midwich, dem schwierigsten Ort, die goldene Toolbox zu finden. Auf Midwich müssen wir nämlich einige Bedingungen erfüllen, die in öffentlichen Partien nur schwer überhaupt zu erfüllen sind. Deswegen habe ich hier in Kill Your Friends mir meine Freunde dazu genommen, die so lieb waren, mir zu helfen, die goldene Toolbox zu finden. Es ist nämlich so, dass man zwingend gegen einen Pyramidenkopf spielen muss und dieser muss ein Mori dabei haben. Und dieses auch noch an einer bestimmten Stelle auf der Map ausführen. Und zwar im Chemieraum unter diesem Tisch in dem Fleischberg versteckt sich die goldene Toolbox. Und dafür muss der Surf an einer bestimmten Stelle liegen und der Pyramidenkopf an einer bestimmten Stelle stehen und das Mori dann ausführen. Von außen sieht es dann so aus. Es kann ein bisschen knifflig sein, diese Position zu finden. Man muss nämlich als Surf mit dem Kopf gegen das Tischbein liegen und der Pyramidenkopf muss hier stehen, ungefähr zwischen den beiden linken Schubladen und den Kopf Richtung Fleischberg. Der Surf muss mit dem Kopf in dem Tischbein liegen, also so nah dran wie möglich und mit den Füßen Richtung Wand zeigen, auf das Periodensystem hinter einem. Und wenn der Pyramidenkopf einen dann hochhebt, kann man einen kleinen Blick auf die Toolbox in dem Fleischberg erhaschen. Und weil es wirklich so ein kleiner Blick ist, zeige ich euch das nochmal im Slow-Mo. Da können wir sie sehen. Wahnsinnig cool, oder? Und heftig gut versteckt. Ja, bevor wir nun zu den anderen goldenen Toolboxen kommen, machen wir erstmal das andere Easter Egg noch auf der Silent Hill Map, bei der man einen besonderen Spawn der Generatoren benötigt. Und in Kill Your Friends ist es leichter, wenn man sich die Map wünscht, statt sie voreinzustellen. Wir brauchen nämlich die Generatoren einmal im Chemieraum wieder. Der Chemieraum ist übrigens der mit dem Periodensystem an der Wand davor. Da muss der Generator innen drin stehen und zuerst gemacht werden. Und als nächstes, hier zeige ich nochmal, dass man die goldene Toolbox nicht einfach so sehen kann. Man braucht wirklich das Mori. Man kann sich das nicht erschleichen, indem man irgendwie seinen Kopf da durchdrückt oder so. Genau, der zweite Generator, den man machen muss, ist im Musikzimmer an dem Flügel und den Notenblättern zu erkennen. Und da muss dieser als zweites gemacht werden. Es kann sein, dass die Generatoren nicht so spawnen und dann kann man das leider auch so nicht lösen. Da muss man das einfach nochmal versuchen. Das ist allerdings in öffentlichen Partien auch zu schaffen, denn auch hier spawnen die Generatoren manchmal so. Hat man die beiden Generatoren oben gemacht, hört man die Glocken jeweils nach jedem Generator einmal läuten von dem Glockenturm hier in der Mitte. Und die Uhr verstellt sich dann auch um eine Stunde immer vor. Hat man dann die beiden Generatoren oben gemacht, kann man die anderen Generatoren in beliebiger Reihenfolge machen. Und wenn dann das Ausgangstor geöffnet wird, öffnet sich der geheime Raum in dem Glockenturm im Innenhof und offenbart eine Kiste, die man vorher mit Plünderspürsinn auch nicht sehen kann. Eine kleine Pyramide wird von oben runtergelassen, alles leuchtet sehr mystisch in Rot. Zwei Leichen hängen am Eingang mit Stacheldraht, tormented, wie vom Pyramidenkopf. Und an der Wand ist ein rundes Emblem angebracht, das ebenfalls ganz gruselig leuchtet. Wir haben die Kiste mit Plünderspürsinn und mit Einschätzung mehrfach durchwühlt und konnten eigentlich keine besondere Rarität der Gegenstände feststellen, haben das ein paar Mal gemacht und sind auch oft
braune Toolboxen einfach rausgekommen oder abgebrochene Schlüssel. Also ist da die Wahrscheinlichkeit, denke ich, genauso groß wie bei normalen Kisten, dass da schöne Items drin sind. Aber warum ist es so schwierig, die goldene Toolbox auf Silent Hill zu finden, wenn auf Haddonfield sie doch so offensichtlich unter einem Picknicktisch steht? Dafür müssen wir einmal zurückgehen in der Geschichte von der goldenen Toolbox und auf den Sheot am Mount Ormond gehen. Denn zu Release dieser Map mit dem Kapitel der Legion hat der Fog Whisperer Pauly Ester nur wenige Stunden gebraucht, die goldene Toolbox zu finden, die hier unter der Treppe im Hauptgebäude versteckt war. Und man sie nur durch diesen kleinen Spalt gucken konnte. Die Devs waren sehr stolz auf das Versteck der goldenen Toolbox und dachten, dass es Wochen dauern würde, bis sie gefunden wird. Allerdings hat es nur wenige Stunden gebraucht. Und so haben sie die goldene Toolbox wieder entfernt aus dieser Location. Und seitdem ist sie dort auch nicht mehr zu finden. Gehen wir nun rüber zu Hawkins Lab, der Map des Stranger Things Kapitels, die zum 4. Geburtstag von DBD released wurde, mit dem Demogorgon Nancy und Steve. Und zwar gehen wir als die Krankenschwester auf diese Map und schauen uns den geheimen Raum an, der hier spawnt in dem Labor. Der Raum spawnt nur hier, wenn der Keller hier nicht spawnt. Das heißt, es ist ein wenig glücksbasierend, ob man die Map so oder so bekommt und sich den Raum mit der Krankenschwester angucken kann. In diesem Raum sind 4 tote Wissenschaftler und ein paar Kühlboxen mit Bier sowie ein alter Computer, der in der Ecke steht. Und außerdem haben wir hier ein Whiteboard, auf dem unten die Elektronenkonfiguration von Gold steht, das ein Hinweis auf die goldene Toolbox ist. Außerdem haben wir rechts oben EGC stehen für Endgame Collapse, also das Endspieluntergang, was ein Hinweis ist für uns, dass die goldene Toolbox nur zu finden ist, wenn der Endgame Collapse gestartet wurde, also die Tore bereits geöffnet sind. Und oben links haben wir einen kleinen niedlichen Hinweis, den ich sehr rührend finde. Das ist ein Molekül, und zwar das Molekül für Polyester. Und das ist ein Hinweis für den Fog Whisperer Polyester und seine Mühen, die goldene Toolbox auf den Maps zu finden. Also ist dieser Raum wirklich für Polyester entstanden und ein Hinweis für ihn, wie man die goldene Toolbox hier in dieser Map findet. Nun wissen wir also dank des geheimen Raums, dass wir die goldene Toolbox erst finden können, wenn der Endspieluntergang eingeläutet wurde. Das bedeutet, wenn die Tore auf sind. Und zwar spawnt die goldene Toolbox hier direkt neben dem geheimen Raum in dieser Box, und wenn die Tore geöffnet wurden, öffnet sich die Box wie eine Muschel und in der Mitte schillernd die Perle, die goldene Toolbox. Auf den anderen Karten findet ihr die goldene Toolbox vergleichsweise viel einfacher. Wichtig ist nur zu wissen, dass sie nicht auf jeder Karte spawnt, sondern nur auf einer Karte des Reichs. Das bedeutet hier zum Beispiel beim Sprithimmel ist sie zwischen den Autowracks versteckt, entweder rechts oder links von der Tankstelle. Macmillan ist die älteste Map im Spiel und in dem seufzenden Lagerhaus ist die Toolbox in einem Regal hinter Paletten direkt im Lagerhaus zu finden. Dafür muss man an diesen Boxen vorbeigucken oder eben durch den Spalt an der Seite vorbeilinsen. Bei Freddys Map Springwood ist es wichtig, dass ihr auf Badham Vorschule 1 sucht. Dort ist die Toolbox sehr leicht zu finden in einer der Telefonzellen auf dem Fußboden. Bei einigen Maps muss man schon ein bisschen genauer hinsehen und sich bücken, um die Verstecke zu finden. Wie zum Beispiel im Sumpf, der Map der Hexe, wird es schon etwas schwieriger, denn dort muss man auf die Pale Rose mit dem großen Schiff und dort unter die Dielen schauen, aus einem bestimmten Winkel, um die Toolbox sehen zu können. Auch auf der Map des Clowns, Crotus Brenn, in Vater Campbells Kapelle ist die Toolbox nur zu finden, wenn man sich hinhockt. Sie ist im Zirkus unter dem Waggon, direkt hinter einem Wagenrad zu finden. Also ganz in der Nähe von Maurice, dem man sowieso immer einen Besuch abstatten sollte, für gutes Glück.
Nun wird es noch ein bisschen schwieriger, denn auf der Gideon-Fleischfabrik ist sie direkt in der Werkstatt von Jigsaw, in der Nähe der Masken vom Schweinchen, direkt neben den Notizen zur umgekehrten Bärenfalle und der Jigsaw-Kiste, und zwar unter dem Bett. Im Roten Wald, Mutters Behausung, also der Map von der Huntress, seid ihr sicherlich alle schon, genauso wie ich, ohne es zu wissen, einige Male direkt über die Toolbox drüber gelaufen. Das Versteck finde ich mega witzig, denn sie ist in dem Steinkreis vergraben, unter einem Busch versteckt, der sich bewegen lässt. Es kann sein, dass der Steinkreis nicht spawnt und somit spawnt auch nicht die Toolbox. Auf der Coldwind Farm, Billys Heimat, wird es noch ein bisschen schwieriger. Hier muss man sich nicht ducken, sondern weit nach oben schauen und in die Ferne, um die Kiste sehen zu können. Sie ist nur auf der Map, der verfallene Kuhstall, in der Scheune zu finden, und zwar unterm Scheunendach, gut in dem Gebälk versteckt und farblich schwer von der Umgebung abzugrenzen. Dann müssen wir noch einmal den Hals verbiegen auf dem Familiensitz der Yamaoka. Hier an dem Gebäude außen ist übrigens noch ein kleines Wappen, das Familienwappen der Yamaoka, das einen Oni darstellt. Im Hauptgebäude ist ein Loch im Dach aus dem Pflanzenranken und ein Lichtschein kommt. Und genau dort ist auch die Toolbox versteckt, ganz oben. Im Dead Dog Saloon, der Map von Zarina und dem Deathslinger, wurde die Toolbox erst vor kurzem gefunden. Und zwar in dem Wasserturm, direkt über unseren Köpfen. Und man kann sie nur durch einen ganz kleinen Spalt erahnen. Angeblich auch nicht die ganze Runde über, weil der Wasserturm sich immer mehr füllt. Ich finde, man kann sie am besten sehen, wenn man von dieser Seite aus guckt und sich so ein bisschen bewegt. Dann kann man den ganz kleinen Schimmer erahnen von der goldenen Toolbox. Sie ist bestätigt da, es ist nur schwierig, sie zu sehen. Kommen wir nun zum letzten Easter Egg, das ich für euch habe, auf der Map Yamaoka Anwesen, Heiligtum des Zorns, mit dem großen Mittelgebäude und den singenden Mönchen drumherum, die immer weggucken, wenn man sie anguckt, und einem aber hinterher gucken und wieder erstarren, wenn man wegguckt von ihnen. Es funktioniert als Killer und als Survivor. Ja, einige goldene Toolboxen konnte ich leider nicht finden, selbst mit Beschreibung nicht, wie zum Beispiel auf Leary's. Und auf anderen Maps ist es so, dass die goldene Toolbox noch gar nicht gefunden wurde. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt mit den neuen Maps, ob die goldene Toolbox da genauso schwierig zu finden ist wie auf Midwich. Ich möchte an dieser Stelle euch bedanken fürs Zuschauen. Außerdem möchte ich mich ganz besonders bedanken bei Fiara, Morvena, Pete, Roman und Vanessa, die mir geholfen haben, die Easter Eggs zu zeigen hier und mir bei dem Video geholfen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet und ob ihr andere Easter Eggs kennt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.